Hallo Leute, ich wollte euch heute wieder mal ein neues Video-Update präsentieren. Es ist ja jetzt nun schon einen Monat her, dass ich mit meinem Abnehmprogramm begonnen habe. Und also ich muss zugeben, ich habe im letzten Monat nicht gerade viel abgenommen. 6 Kilo ungefähr. Ich hatte ja auch ganz schöne Probleme. Ich bin ja auch noch in der Anfangsphase und ich werde jetzt mal ein kleines Zitat von meiner lieben Mama wiederholen. Und zwar: Nimmt man nicht ab zwischen Weihnachten und Silvester, sondern zwischen Silvester und Neujahr. Und ich hatte ja auch Weihnachten auch ein ganz schönes Problem mit zum Beispiel Süßigkeiten, der Lord, mit dem hatte ich ganz schön zu kämpfen. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel Adventskaffee trinken gemacht haben, auch immer ganz schön zu kämpfen. Und jetzt habe ich mir auch vorgenommen, mindestens eine Stück Stolle in der Woche zu essen. Und ja, bis jetzt haut das eigentlich ganz gut hin. Nur mit den Süßigkeiten-Teller habe ich noch ganz schön zu kämpfen. Aber ich denke mal, den Kampf werde ich auch irgendwann mal gewinnen. Und ich hatte ja bei meinem letzten Video erwähnt, dass ich ein bis zweimal die Woche eine halbe Stunde lang spazieren gehe. Das ist jetzt allerdings nicht mehr so. Und zwar versuche ich jetzt, jeden Tag spazieren zu gehen. Immer jeweils eine halbe Stunde. Ja, das klappt eigentlich bis jetzt. So, und jetzt werde ich euch mal noch zeigen, was ich an einem Tag so zu mir nehme. Zum Frühstück habe ich mir jetzt hier einen Bagel gemacht mit Frischkäse, Tomate und geriebenem Kauderkäse. Und den werde ich mir jetzt auch schön schmecken lassen. Das sind Tortelloni, das ist ein Tortelloni-Auflauf mit Tomatensauce. Und das ist ein sehr einfaches und sehr schnelles Mittagsgericht. Und das werden wir auch genießen. Und zum Abendbrot habe ich mir hier von den Kürbissen eine Art Frepp gemacht. Ich werde euch mal jetzt das Innere mal noch zeigen. Dazu habe ich noch den griechischen Salat dazu gemacht. Und noch ein bisschen Salatherzen dazu geschnitten, ein bisschen Paprika. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und ich habe natürlich auch noch von Frepps andere Sachen zu vorbereitet, wie Hähnchenbrust. Hier ist der Eis, hier sind die Salatherzen, Paprika. Und hier ist nochmal der griechische Salat. Und hier haben wir noch ein bisschen Tzatziki. Ich danke euch natürlich alle Rezepte, die ich gemacht habe. Verlinke ich euch natürlich auch in meiner Videobeschreibung.